Eine verkrüppelte Frau wird gesund. Ein Wunder, das Jesus tat. Jesus war in einer Synagoge. Das ist so etwas wie heute eine Kirche. Es war gerade Samstag oder auch Sabbat, der wöchentliche Feiertag des jüdischen Volkes, an dem keiner arbeitet und die Leute sich stattdessen versammeln, um von Gott zu hören. In der Synagoge war auch eine Frau, die seit 18 Jahren verkrüppelt war und nicht aufrecht gehen konnte. Jesus sah sie und rief sie zu sich. Er legte seine Hände auf sie und sagte zu ihr: "Sei frei von deiner Krankheit." Sofort richtete sich die Frau auf und konnte wieder ganz aufrecht gehen. Sie war Jesus dankbar und dankte auch Gott für ihre Heilung. Einigen der Leiter der Synagoge gefiel das gar nicht, weil es am Sabbat verboten war zu arbeiten. Sie beschwerten sich bei Jesus: "Die Woche hat doch 6 Tage zum Arbeiten. Warum heilst du die Frau ausgerechnet an einem Sabbat?" Jesus wurde wütend: "Was soll das? Ihr gebt doch euren Tieren auch am Sabbat Wasser und Futter, oder? Warum soll diese Frau, die 18 Jahre unter ihrer Krankheit gelitten hat, nicht geheilt werden, nur weil heute Sabbat ist?" Darauf konnten die Leiter nichts erwidern. Alle anderen waren aber begeistert darüber, was Jesus getan hatte.